Jetzt steht an zum Tagesordnungspunkt 2 die Befragung der Bundesregierung und es geht dabei um die Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für Kroatien. Es gibt einen offiziellen Titel dieser Debatte, das kann ich Ihnen mal vorlesen, das können Sie sich gerne auf der Zunge zergehen lassen. Beschluss zur Nichtinanspruchnahme der Übergangsregelung der zweiten Stufe des Beitragsvertrages mit Kroatien in Bezug auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Entsendung von Arbeitnehmern ab der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung für den Zeitraum ab 1. Juli 2015. Das versteht kein Mensch, deshalb jetzt Andrea Nahles, die Ministerin, zur Erklärung. Aus Kroatien eingeschränkt. Das läuft am 30. Juni 2015 aus. Das Gleiche gilt übrigens auch für Entsendungen in Branchen Bau, Gebäudereinigung und Innendekoration. Wir haben hier von einer Übergangsregelung Gebrauch gemacht, die uns die Beitragsverträge mit Kroatien einräumen. Gleichzeitig haben wir aber auch bereits für qualifizierte Arbeitnehmer, für Auszubildende und auch für Saisonkräfte aus Kroatien den Zugang zum Arbeitsmarkt in den letzten 2 Jahren erleichtert. Jetzt müssen wir der Europäischen Kommission förmlich mitteilen, ob wir weiter von dieser Übergangsregelung Gebrauch machen wollen. Das Bundeskabinett hat heute beschlossen, die bestehenden Übergangsregelungen nicht zu verlängern. Damit hat die Bundesregierung entschieden, zum 1. Juli 2015 die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit für kroatische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger herzustellen. Was hat uns zu dieser Entscheidung bewogen? Wir haben in der ersten Phase nach dem EU-Beitritt Kroatiens schlicht gute Erfahrungen mit kroatischen Zuwanderern gemacht. Die Zugangserleichterungen wurden ja seit dem 1. Juli 2013 bereits von vielen Menschen genutzt. Also ich hatte eben ja gesagt, gut qualifizierte Auszubildende und andere. Und das heißt, wir konnten auch feststellen, dass gerade bei kroatischen Zuwanderern die Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis extrem gut ist. Und das hat uns nun auch bewogen, diesen Schritt zu machen. Insgesamt waren 2014 etwa 93.000 Kroatinnen und Kroaten bei uns in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Auch die Europäische Kommission sieht in einem Bericht aus dem Mai diesen Jahres nur ein geringes Risiko, dass die Zuwanderung kroatischer Arbeitskräfte in andere EU-Staaten doch zu Arbeitsmarktstörungen führt. Das hat auch damit zu tun, dass die wichtigsten Länder, in die die einwandern, einfach Deutschland und Österreich sind und die Arbeitsmarktlage in beiden Ländern recht gut ist. Denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Kroatien, die bei uns Arbeit aufnehmen, sind meist jung, gut ausgebildet und vor allem werden sie tätig in Wirtschaftszweigen, die dringend Arbeitskräfte suchen. Nicht zuletzt der gesamte Bereich der Gastronomie, aber auch das verarbeitende Gewerbe. Um den deutschen Arbeitsmarkt ist es momentan auch insgesamt gut bestellt. Und mit der Einführung des Mindestlohns stellen wir natürlich auch sicher, dass die Menschen, die jetzt zu uns kommen aus EU-Ländern, ebenfalls den Mindestlohn bekommen. Und daher sehen wir auch die Gefahr von Lohndumping als sehr gering an. Für Deutschland bietet Arbeitsmobilität innerhalb Europas also eine große Chance, auch mit unseren Fachkräfteproblemen gut umzugehen. Die demografische Entwicklung macht auch weiter Fachkräftesicherung zum Top-Thema der Bundesregierung. Dazu trägt auch die heutige Entscheidung, so sehe ich es, vom Bundeskabinett bei, den Arbeitsmarkt für kroatische Staatsangehörige nun vollständig zu öffnen. Europa wächst und es wächst zusammen. Davon profitieren wir alle, auch durch einen gemeinsamen europäischen Arbeitsmarkt, dem wir heute wieder ein Stück näher gekommen sind. Herzlichen Dank. Gibt es Fragen dazu? Ja, oh ja. Bitte, Frau Kollegin Putmer. Brigitte Putmer, Bündnis 90 Die Grünen, ist die erste Fragende. Herr Ministerin, herzlichen Dank für den Bericht.
Sie wissen ja vielleicht, dass Bündnis 90 die Grünen immer dafür plädiert haben, die Arbeitnehmerfreizügigkeit ohne Einschränkung von Anfang an auch für Kroatinnen und Kroaten zu gewährleisten. Wir sind froh, dass es jetzt nun endlich dazu kommt. Ich frage Sie, haben Sie eigentlich Hinweise darauf, dass in den letzten 2 Jahren auch Kroatinnen und Kroaten nach Deutschland gekommen sind, die keine Arbeitserlaubnis hatten und hier als Scheinselbstständige oder in Schwarzarbeit gearbeitet haben? Gibt es darüber Hinweise? Erste Frage. Und zweite Frage. Die Kroatinnen und Kroaten, die regulär hier gearbeitet haben, mussten ja immer auch einen Antrag stellen. Können Sie uns sagen, wie viel Aufwand diese 93.000 Personen, von denen Sie da vorhin gesprochen haben, die hierher gekommen sind mit einer Arbeitserlaubnis, wie viel Aufwand hat das eigentlich verursacht? Bitte, Frau Ministerin. Ja, Frau Puttmer, es ist zunächst einmal so, dass mir keine Informationen vorliegen, was illegale oder nicht angemeldete Beschäftigung angeht, speziell von Kroatinnen und Kroaten. Aber auch insgesamt ist das natürlich schwer zu bemessen. Allerdings möchte ich sagen, dass wir schon durch weitgehende Öffnungen in den letzten 2 Jahren ja eigentlich nur noch eine Gruppe hatten. Das sind nämlich die niedrig qualifizierten Nicht-Saisonarbeiter, die Schwierigkeiten hatten, wenn sie denn wollten, hier einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu bekommen. Alle anderen Gruppen, Saisonarbeitskräfte, gut qualifizierte Auszubildende, Menschen, die eine 2-jährige Berufsausbildung nachweisen konnten, haben eigentlich jetzt schon den Zugang gehabt. Und insoweit glaube ich, waren die legalen, die regulären Zugänge schon so gut jetzt auch in den letzten 2 Jahren, dass ich nicht mir vorstellen kann, dass es eine große Gruppe gegeben hat, die den illegalen oder nicht legalen Weg gewählt hat. Das ist aber heute durch mich nicht belegbar mit Zahlen, aber aufgrund der Einschätzung, die wir da haben, traue ich mir diese Aussage zu und denke, dass das auf jeden Fall richtig ist. Die zweite Frage, ja, natürlich gibt es einen gewissen Aufwand. Wir haben aber in dem Bereich, wo die Zugewanderten aus Kroatien herkamen, aber vor allem, wo die Arbeit nachgesucht haben, sehr oft eine sehr schnelle Vorrangprüfung machen können, weil wir da einen hohen Fachkräftebedarf einfach hatten. Also die Aufwendungen sind mit Sicherheit immer dann im Detail noch bürokratischer, als man denkt. Deswegen bin ich froh, dass ich heute sagen kann, wir können darauf verzichten. Es ist nicht mehr notwendig. Es ist ein Fortschritt, den wir heute hier vermitteln können. Und natürlich ist es eine Maßnahme auch zur Entbürokratisierung. Und deswegen bin ich froh, dass wir das heute beschlossen haben. Schönen Dank. Nächste Frage stellt der Abgeordnete Markus Paschke, SPD-Fraktion, und danach Jutta Kallmann, Die Linke. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Es gab ja auch in der ersten Stufe von den Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit schon Ausnahmen. Können Sie mir da noch mal genau sagen, welche das waren und welche Erfahrungen damit gemacht wurden? Ja, wir haben bereits seit dem ersten Tag des Beitrittes im Juli 2013 von Anfang an gesagt, Akademikerinnen, Akademiker, die eine Ausbildung entsprechend auch haben, können hier Beschäftigung unmittelbar aufnehmen. Dazu kamen Auszubildende in einer betrieblichen Ausbildung und Saisonkräfte, und das sollte man nicht unterschätzen. Gerade bei den Saisonkräften ist das doch eine relativ große Zahl, die bis eben dann 6 Monate hier tätig sein konnten und auch sehr stark im gastronomischen Bereich eben hier auch eingesetzt worden sind. Für Beschäftigte in Berufen, die eine qualifizierte Berufsausbildung hatten, das habe ich eben auch schon gesagt, war der Zugang dann doch mit einigen Prüfungen verbunden, aber möglich und wurde auch in Anspruch genommen. In diesen Fällen wird die Arbeitsgenehmigung jetzt in Zukunft auch ohne Prüfung laufen können, und das ist eben auch ein Fortschritt. Signifikante Beschränkungen gab es in den letzten 2 Jahren allerdings für Leute, die weniger gut qualifiziert oder gar keine formalen Abschlüsse haben, wie wir sie hier kennen, und die eben länger als 6 Monate, also nicht als Saisonarbeitskräfte, hier arbeiten wollten. Und genau in dem Bereich haben wir das jetzt gelockert. Und man darf auch nicht vergessen,
Wir haben das ja auch für Entsendungen beschränkt gehabt im Baubereich, aber auch im Bereich der Gebäudereinigung und der Innendekoration. Und auch dieser Faktor wird jetzt mit der heutigen Entscheidung des Bundeskabinetts aufgehoben. Man muss dazu sagen, es ist insgesamt, glaube ich, eine gut vertretbare Entscheidung. Nächste Frage schon die Abgeordnete Jutta Kreis. Markus Paschke war das, seine Frage und die Antwort der Ministerin Nahles. Nächste Fragende ist jetzt Jutta Krellmann für die Linksfraktion, deren Sprecherin für Arbeits- und Mitbestimmungspolitik sie ist. Grundsätzlich erinnere ich mich persönlich an die Diskussion, die wir geführt haben zur Arbeitnehmerfreizügigkeit. Ich glaube, das war der 1. Mai 2008 und sind dann in Diskussionen auch in dem Ausschuss zu dem Ergebnis gekommen, dass es vermutlich doch nicht so eine tolle Geschichte gewesen ist, die Märkte hier in Deutschland abzuschließen. Von daher finde ich das bei Arbeitnehmerfragen, von daher finde ich das auch gut, dass das jetzt in die Richtung geht. Und meine zwei Fragen gehen in die Richtung. Nach einem Bericht der EU-Kommission profitiert besonders Deutschland von Abwanderung junger und qualifizierter Menschen aus Kroatien, was natürlich aus meiner Sicht auch ein Problem darstellen kann für die Region in Kroatien selbst, wenn qualifizierte Leute dort abgezogen werden. Und die Frage ist, welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung möglicherweise bei der Stärkung wirtschaftspolitisch schwacher Regionen in Deutschland in dem Zusammenhang, aber auch möglicherweise Stärkung wirtschaftlich schwacher Regionen in Kroatien, aber auch Europa insgesamt. Und die zweite Frage vom BAMS. Im Februar gab es eine Studie zur Bedeutung der Zuwanderung für Wachstum und Beschäftigung. Und im Grunde machen die Autoren in dem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Menschen, die zuwandern, insbesondere im ersten Jahr der Zuwanderung, eher schlechter bezahlt werden, nicht unterhalb irgendwelcher Regeln, aber schlechter bezahlt werden und nicht entsprechend ihrer Qualifikation. Und die Frage, die im Anschluss da drin ist, macht die Bundesregierung sich Gedanken oder gibt es Pläne, noch in dieser Regierungszeit eine Erleichterung von Anerkennung von Berufsqualifikationen auf den Weg zu bringen, um auch dort den Menschen die Anerkennung ihrer erzielten Qualifikationen zu ermöglichen? Ja, das ist ja die Frage, wenn ich das richtig verstehe, nach dem Brain Drain, wie das so schön modern Deutsch heißt. Und tatsächlich muss man das ernst nehmen. Wir haben in diesem EU-Kommissionsbericht, den Sie erwähnt haben, allerdings auch eine klare Aussage, dass der EU-Kommission zurzeit keine Erkenntnisse vorliegen, dass das die Wirtschaft auch regional in Kroatien schwächt. Es gibt ganz klar, das habe ich ja eben schon gesagt, eine Zuwanderung von gut ausgebildeten Leuten. Das ist definitiv der Fall. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine extrem angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt in Kroatien. Ich habe die Daten hier. Wir haben eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit von 46%. Das ist eine der höchsten in Europa. Und Sie können sich dann vorstellen, dass es natürlich in dieser Alternative für die jungen Menschen dort, ob sie nun gar keinen Job haben oder ob sie dann eben für einige Zeit im Ausland eine Arbeit aufnehmen, das ist eine Entscheidung, die natürlich dann so treffen. Jedenfalls kann ich das gut nachvollziehen, dass sie sagen, sie suchen ihr Glück dann eben auch hier in Deutschland, Österreich und in anderen Ländern. Wir haben allerdings auch einen wirtschaftsstärkenden Effekt. Denn mobile Arbeitnehmer überweisen auch sehr viel Geld wieder zurück in ihre Heimatländer. Das kennen wir schon aus der Zeit auch der Gastarbeiter, wie das hier immer hieß. Und wir haben hier tatsächlich in nicht unerheblichem Umfang eine teilweise Stabilisierung sogar der Wirtschaft. Das macht einen guten Anteil des BIP in Kroatien aus, an Rückflüssen, die die Menschen in anderen Ländern erarbeiten und damit die eigene Wirtschaft wieder stabilisieren. Wir können zurzeit jedenfalls diesen Brain Drain nicht als etwas ausmachen, was Kroatien insgesamt schadet. Dafür gibt es aus meiner Erkenntnis keine Belege. Trotzdem würde ich sagen, muss man da wachsam sein und das beobachten. Diese Effekte haben wir auch in vielen anderen osteuropäischen Ländern. Zweitens, wir haben tatsächlich bereits etwas gemacht, nämlich ein Anerkennungsgesetz, was das zweite Problem, was Sie beschrieben haben mit der Qualifikation und der Anerkennung von Qualifikationen,
Das ist weltweit wirklich ein vorbildliches Gesetz. Wir sind dafür, ich war letztes Jahr noch bei der OECD in Paris, ausdrücklich gelobt worden. Jetzt stellen wir hier in der Umsetzung fest, dass es vor allem, das ist etwas, was ich auch in meinem Haus verantworte, einen Bedarf an Teilnachqualifizierungen gibt, um dann eine Anerkennung der gesamten Qualifikationen zu bekommen und damit dann auch vom Gehalt her und von dem Lohn anzuknüpfen an das, was die Qualifikation eigentlich auch nahelegt und was aus meiner Sicht auch gerechtfertigt wäre. Also geht es tatsächlich um eine Verstärkung nochmal der Hilfen bei Teilnachqualifizierung. Und genau da werben wir jetzt auch im Rahmen der Diskussionen über Zuwanderung allgemein, dass diese Mittel noch mal zu verstärken. Also ich kann das Anliegen nur unterstützen. Es braucht diese zusätzlichen Anerkennungsschritte. Wir brauchen aber gar keine neue, meiner Meinung nach, gesetzliche Grundlage, sondern wir müssen die Umsetzung und Begleitung der Menschen noch intensivieren und früher die Kompetenz- und Teilqualifizierungsbedarfe, die es da im Wesentlichen gibt, noch anpacken. Und das genau tun wir. Und da werden wir auch in den nächsten Monaten noch mal einen Schwerpunkt drauf legen. Nächste Fragestellerin ist die Abgeordnete Astrid Freudenstein, CDU-CSU-Fraktion, danach der Abgeordnete Josip Juratovic, SPD-Fraktion. Astrid Freudenstein für die CDU-CSU-Fraktion ist die nächste Fragende. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sie haben schon die hohe Jugendarbeitslosigkeit angesprochen. Meine Frage wäre, ob Ihnen darüber hinaus Push-Faktoren bekannt sind, die eine Abwanderung von kroatischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach Deutschland begünstigen könnten. Und eine Nachfrage bezüglich der Überweisungen. Ist Ihnen die genaue Höhe bekannt, in welcher Höhe bisher Überweisungen kroatischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland nach Kroatien getätigt wurden? Ja, das ist mir bekannt. Also zumindest gibt es eine Berechnung, die besagt, dass es einen überwiesenen Nettobetrag im Jahre 2013 von rund 700 Millionen Euro gegeben hat. Das sind 1,6% des kroatischen BIP. Und das wird wirklich als eine deutliche Unterstützung der kroatischen Wirtschaft wahrgenommen. Und es ist eigentlich auch zu vermuten, dass das in 2014 in nicht geringerem Umfang genauso passiert ist, zumal die Anzahl der Beschäftigten aus Kroatien eben nochmal um ca. 10.000 gestiegen ist. Also das ist schon ein relevanter Faktor und den kann ich auch beziffern. Die andere Frage mit den Push-Faktoren, wissen Sie, das ist ja doch relativ simpel. Der wichtigste Push-Faktor ist, dass man einfach die Hoffnung hat, dass man eine Anstellung bekommt, gerade bei den Jungen überhaupt Arbeit bekommt, dass es bessere Löhne und Gehälter gibt, dass es bessere Arbeitsbedingungen gibt. Das sind die wichtigsten Motivationen. Das ist der Movens für viele Menschen, hierher zu kommen. Und darüber hinaus muss man wissen, dass in Kroatien das drittniedrigste Pro-Kopf-Einkommen in der EU derzeit vorzufinden ist. Das ist also ein Indikator dafür, dass die gesamtwirtschaftliche Situation sehr schlecht ist. Allerdings mehren sich jetzt zum Glück die Zeichen, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung in Kroatien erholt. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir eine Perspektive da reinkriegen. Unser Ziel ist es ja auch, durch einen zirkulären, einen freien Arbeitsmarkt in Europa insgesamt einen Push-Effekt zu erzielen, was die Wirtschaft in Europa angeht. Für uns ist es auf Dauer nicht gut, wenn es zu große Unterschiede gibt zwischen den Ländern. Und wir konnten mit einem Knick durch die Bankenkrise 2008, 2009, konnten wir eigentlich auch feststellen, dass in dem Maße, wie wir diese Freizügigkeit realisiert hatten, zum Beispiel mit Polen, dort auch die Löhne angestiegen sind, die Wirtschaft sich stabilisiert hat. Und dieser Effekt, so hoffen wir, wird sich auch in ganz Osteuropa einstellen, wenn es auch länger braucht, als wir gehofft hatten. Dankeschön. Der nächste Fragende ist jetzt Josip Juratovic, der Integrationsbeauftragte der SPD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Ministerin. Zunächst mal denke ich, das ist ein sehr guter Beschluss und führt meines Erachtens nach zu mehr Gleichberechtigung innerhalb der Europäischen Union. Und damit möchte ich mich bedanken und Sie beglückwünschen. Meine Frage ist, inwiefern ist Ihnen bekannt, wie sich die anderen Altmitgliederstaaten in der Europäischen Union verhalten werden zu dieser Frage? Es sind noch in weiteren 13 Mitgliedstaaten in Europa diese Übergangsregelungen in Anspruch genommen worden.
Mir liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse vor. Ich werde aber morgen in Luxemburg auf dem EBSCO-Rat sein und werde dort einfach mit den Kollegen auch darüber reden. Es stehen Entscheidungen aus, die jetzt in diesen Tagen ja in allen Ländern fallen. Aber einen Überblick habe ich leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich glaube, dass viele auch darauf gucken, wie Deutschland sich verhält. Und dass die Entscheidung, die wir heute hier getroffen haben, auch durchaus einen Einfluss darauf haben wird, wie die anderen 13 entscheiden. Nächster Fragesteller, der Abgeordnete Martin Petzold, CDU-CSU-Fraktion, danach Dr. Wolfgang Strehmann-Kuhn, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Ministerin, vielen Dank für die Darstellung. Sie haben ja deutlich gemacht, die Übergangsregelungen waren ja auch deswegen dafür gedacht, zu schauen, wie sich der deutsche Arbeitsmarkt entwickelt. Es ist sichtbar, dass diejenigen, die bisher aus Kroatien nach Deutschland gekommen sind, hier auch berufstätig sind. Deswegen würde mich interessieren, welche Kosten, welche finanziellen Auswirkungen durch den Beschluss des Bundeskabinetts zu erwarten sind. Ja, im Saldo gehen wir eigentlich von der Finanzierungsneutralität aus. Wenn es gelingt, die Leute hier gut zu integrieren, zahlen die Steuern, zahlen die Sozialversicherungsbeiträge, selbst wenn man dann einige auch hat, die in die Arbeitslosigkeit gehen, glauben wir, dass das insgesamt eine kostenneutrale Entwicklung ist, wenn es gut läuft, sogar eine, die uns zusätzliche Einnahmen bringt. In jedem Fall bringt sie uns Fachkräfte. Das kann ich nicht beziffern. Das ist also etwas, was natürlich auch Lücken schließt, gerade im Südwesten, wo der Fachkräftemangel besonders extrem mittlerweile schon ist in einigen Bereichen. Und von daher würde ich volkswirtschaftlich insgesamt von einem positiven Push reden, aber in unseren offiziellen Berechnungen, weil wir, wie gesagt, den Faktor Fachkräfte nicht wirklich beziffern können, gehen wir davon aus, dass es kostenneutral ist. Nächste Frage. Die nächste Frage ist jetzt Wolfgang Strengmann-Kuhn, Sprecher für Sozialpolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank. Frau Ministerin, ich habe noch mal eine Frage zu den Menschen, die hier hinkommen, zu den Kroaten, die Arbeit suchen, die nicht gleich eine Beschäftigung finden. Da kann es ja vielleicht auch eine Gruppe geben. Bei den meisten ist das der Fall, dass sie relativ schnell was finden. Da würde mich interessieren, wie werden Arbeitssuchende unterstützt? Gibt es da spezielle Programme, Angebote bei den Arbeitsagenturen, die mit dem zunehmenden Zuzug möglicherweise aus Kroatien dann umgehen, Leute, die die Muttersprache sprechen oder sonstige Geschichten? Und vielleicht in dem Zusammenhang, bei uns ist ja der Bezug von den aktiven Leistungen ausgeschlossen für Menschen, die Arbeit suchen. Wäre es nicht eigentlich sinnvoll, um die Menschen wirklich gut integrieren zu können, sowohl in die Gesellschaft wie in den Arbeitsmarkt, wenn es auch aktive Leistungen gäbe, zumindest nach den ersten 3 Monaten, in denen es ja grundsätzlich ausgeschlossen ist? Nun, wenn man sich jetzt die Gesamtzahl derjenigen anguckt, die aus Kroatien zuwandern, das sind nach unseren Erfahrungen und dem, was wir jetzt antizipieren, nachdem wir jetzt heute die Entscheidung getroffen haben, so 10.000 im Jahr. Dann halten wir das für eine Größenordnung, zumal die, wie gesagt, eine sehr gute Ausbildung mitbringen und eine hohe Motivation. Dann halten wir das ehrlich gesagt für sehr gut managebar auf der Basis der Arbeitsvermittlung, die wir jetzt haben. Wir haben darüber hinaus Beratungsstellen eingerichtet mit NGOs, die wir auch von meinem Haus aus mit finanziell unterstützen, mittlerweile in allen großen Städten in Deutschland, und die werden auch noch weiter ausgebaut, um eben solche Vermittlungen und Vermittlungsbemühungen und Suchbemühungen auch noch mal zu unterstützen mit Menschen, die auch die Muttersprache sprechen. Das ist also einer der Punkte, die ich auch für wichtig halte, dass wir mit den Leuten wirklich in Gespräch kommen, auch über das, was sie wollen und können und was sie an Kompetenzen mitbringen. Von daher halte ich es jetzt nicht für eine außerordentliche Aufgabe im Sinne, dass wir dafür extra Strukturen schaffen müssen, sondern mit den 10.000 Leuten, mit den Erfahrungen, die wir bisher haben, glaube ich, kann man das im Regelgeschäft plus Beratung in der Weise, wie sie auch schon existiert, glaube ich, sehr gut managen. Die zweite Frage, die Sie angesprochen haben, ist eine Grundfrage, wo auch einige Gerichtsurteile zurzeit anhängig sind, weswegen ich mich hier zurückhalten möchte mit einer Stellungnahme. Das ist allerdings eine grundsätzliche Frage, die man in der Bundesregierung bisher nicht erörtert hat, die aber sehr wohl eine berechtigte Überlegung ist und die man anstellen muss,
Das ist sicherlich der Fall, aber vor dem Hintergrund der ausstehenden Urteile und einer derzeitigen noch Nichtbefassung innerhalb der Bundesregierung kann ich dazu heute hier nichts weiter ausführen. Dankeschön. Nächste Frage ist die Abgeordnete Jutta Krellmann, Die Linke. Vielen Dank. Frau Ministerin, ich habe noch mal eine Nachfrage zu dem Thema Anerkennung von Berufsabschlüssen. So, und im Grunde stelle ich mir die Frage, wer stellt es denn fest, dass eine Nachqualifikation und Anschlussqualifikation notwendig ist, erstens, und zweitens, wer finanziert das denn dann anschließend? Nun, das stellt man fest, in dem Zusammenhang die Bundesagentur für Arbeit stellt das teilweise fest, wenn die Leute um Beratung bitten. Zweitens wird dann in ein Anerkennungsgesetzverfahren verwiesen. Das ist ein eigenständiges Verfahren, wo das dann systematisch abgefragt wird, auch mit muttersprachlicher Unterstützung. Und wir haben über diesen Weg, jetzt schlagen Sie mich nicht, wenn es nicht ganz stimmt, aber ungefähr 27.000 Anerkennungsverfahren erfolgreich schon abgeschlossen. Das ist im Zuständigkeitsbereich von Frau Wanka angesiedelt. Und wir sind also schon sehr erfolgreich auf dem Weg. Wenn wir dann feststellen, es braucht eine zusätzliche Teilqualifizierung, damit die gesamten Qualifikationen anerkannt werden, dann wird das uns gemeldet und dann können wir auch aus Mitteln der Bundesagentur, wir haben dazu auch einige Projektmittel, ESF unterstützt, kann das dann umgesetzt werden. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das zu machen und es läuft bereits. Das ist jetzt nichts Neues. Ehrlich gesagt sind wir da international schon für gelobt worden. Man kann allerdings noch eine Schippe obendrauf legen. Also da bin ich bestimmt nicht diejenige, die sagt, das wäre jetzt im Umfang schon das, was wir uns vorgestellt haben, über 27.000 Personen hinaus gibt es mit Sicherheit noch mehr zu schaffen und das wollen wir auch angehen. Also bin ich mir auch mit Frau Wanka und in der Bundesregierung sind wir uns da insgesamt einig, dass wir das anpacken und weiter ausbauen wollen. Ja, meine Damen und Herren, das war Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles in dieser Befragung der Bundesregierung. Es geht um das Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit für Menschen aus Kroatien. Ab dem 1. Juli, also in 2 bis 3 Wochen, herrscht volle Arbeitnehmerfreizügigkeit für Kroatinnen und Kroaten in und nach Deutschland. Das hat das Bundeskabinett heute so beschlossen. Gerechnet wird mit rund 10.000 zusätzlichen Arbeitskräften, die hier jährlich etwa herkommen werden.